mein Gott, Leute, in dem heutigen Video werden wir die krassesten Brawl Stars Fakes testen, die ihr jemals gesehen habt. Sogar ein Brawl Stars Fake ist so krass, dass man denken könnte, dass es einfach mal Brawl Stars 2.0 ist. Hier geht's los. Lol, was ist das denn? Man muss jetzt hier so in der Mitte landen. Das ist ja wie in Fortnite, Digga. Was ist das denn? Lol, Digga, was ist das? Hä? Man kann hier so YouTube-Kisten und so auch kaufen und so einen Creator-Code eintragen? Junge! Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video. Und ihr seht es hier gerade, wir sind schon mal an dem allerersten Brawl Stars Fake. Ihr habt es gerade eben im Prä-Intro gesehen. Und Digga, was ist das denn? Also dieses Spiel heißt tatsächlich MOBA Stars Battle. Das kann man tatsächlich auch nur über den Amazon Store am Android-Handy runterladen. Und wir werden es heute so machen, Freunde. Ich werde heute tatsächlich einige Brawl Stars Fakes testen und dann am Ende immer eine Schulnote vergeben. Und ich würde sagen, wir testen dieses Spiel jetzt hier einfach mal aus. Digga, was ist jetzt hier die Aufgabe? Also, was muss ich machen? Ich habe keine Anleitung bekommen. Ich starte hier einfach ins Spiel rein. Aber es passiert nichts. Ich heiße Marco. Der andere heißt Hallo. Und da heißt noch einer Marco, noch einer. Digga, die heißen ja auch alle 1:1 gleich. Okay, ich werde jetzt mal ganz kurz 10 Minuten abwarten und einfach mal gucken, ob hier irgendwas anderes noch passiert. Es passiert nichts. Das Spiel ist immer noch gleich. Wie schlecht. 6-. So, wir sind tatsächlich beim zweiten Fake. Und ihr seht sie gerade schon mal alleine vom Hauptmenü. Was ist das denn? Das ist ja so dieses Lama aus Fortnite. Digga, WTF, ist das jetzt hier so eine Mischung aus Fortnite und Brawl Stars oder was? Also dieses zweite Spiel heißt tatsächlich Heroes Strike. Und was muss ich jetzt hier machen? Ich habe jetzt Fähigkeit meines Helden. Okay. So, und wir sind jetzt hier tatsächlich in unserer allerersten Runde. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe gar keine Erklärung jetzt hier bekommen. Wir müssen jetzt hier anscheinend irgendwie in die Mitte laufen. Also so vom ersten Eindruck wirkt das Ganze wie Juwelenjagd. Auf Wish bestellt. So, was müssen wir jetzt hier machen? Wir müssen die Gegner anscheinend töten. Digga, was? Also, hä? Junge, was hat er denn da auch gerade für eine große Waffe? Digga, und was ist das hier? Was bringt das? Bringt das hier irgendwas? Nee. Hä? Was ist das denn? Und warum ist jetzt hier so ein Pfeil bei mir? Muss ich da jetzt hinlaufen oder was? Ich muss das Ding hier kaputt machen. Oder was? Hä? Und das... Das hat mir jetzt... Ah, das hat mir... Lol, ich bin jetzt so ein mega krass... Ah, es ist so ein Energy Drink wie aus Brawl Stars. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Okay, also wir schauen uns mal ganz kurz das Hauptmenü an. Okay, also ich muss jetzt hier das nächste Match machen. Aber ihr merkt auch hier den Vergleich zu Brawl Stars. Der ist auf jeden Fall, ja, sehr krass. Ich gebe diesem Spiel aber, weil es auf jeden Fall besser ist als das erste, ich gebe eine 3. Okay, Leute, wir sind bei dem dritten Spiel. Und zwar ist es tatsächlich Bubble Quass. Bubble Quass habe ich tatsächlich echt länger nicht mehr gespielt. Und ihr werdet gleich sehen, was hier abgeht. Also Bubble Quass ist wirklich der lustigste Brawl Stars Fake, den ich jemals gesehen habe. Wir fangen hier einfach mal an, denn wir ziehen hier komplett random Sachen. Ja, es ist einfach eine freaking Katze mit einem Dingsbums. Also das ist jetzt hier einfach mal das Hauptmenü. Das hier bin, oh, Digga, das bin einfach ich. Das ist mein Profilbild. Und wir gehen jetzt einfach mal hier in den Shop rein. Was ist das hier? Das ist so eine Kiste. Achso, die Kiste können wir nicht aufmachen. Wir haben 25 Gems. Wir machen einfach mal diese Kiste hier auf. Wir kriegen Münzen, Gems. Achso, das war's. Toll. Digga, was ist das? Hä? Man kann die so YouTube-Kisten und so auch kaufen und so einen Creator-Code eintragen? Junge. Geh mal in Bubble Run. Was ist Bubble Run? Was? Junge, was? Was ist das denn? Wie schlecht? Hä? Ich bin einfach so eine Katze. Ich muss über Autos springen. Und das ist voll schlecht animiert irgendwie. So bin ich eine komische Katze mit einem Adidas-Anzug. Ich hätte lieber ein Ei mit einem Adidas-Anzug gehabt. Okay, was können wir hier noch machen? Was ist das? Einfach ein Hühnchen mit einem Spiegel. Was ist das? Ah, es sind die ganzen Brawler. Ist das hier eine freaking Unterhose, die man ziehen kann? Es gibt 162 Sachen. Freunde, in dieser Brawl Stars Version kann man nämlich auch solche Brawler hier ziehen. Was ist das, Digga? Das ist einfach mal Shrek. Hä? Junge, das ist einfach mal freaking Shrek. Oder hier haben wir Steve aus Minecraft. Junge, einfach Steve aus Minecraft. Oder was ist das? Was ist... Hä?
Wer ist er denn, Junge? Er ist einfach nackt fast. Okay, ich gebe Bubblequass, weil es schon echt sehr witzig ist. Ich gebe Bubblequass sogar eine 2-. So, Leute, wir sind bei dem nächsten Brawl Stars Fake. Und zwar heißt der Supercats. Habe ich tatsächlich vor längerer Zeit schon einmal gespielt. Und ich will jetzt mal gucken, wie sich das verändert hat. Also damals war es wirklich ein sehr krasser Brawl Stars Abklatsch. So, also hiermit steuern wir, damit schießen wir. Ja, also ihr merkt schon mal, ne, erster Eindruck. Ah, ich muss zu diesem Portal hier gehen. Erster Eindruck ist auf jeden Fall schon mal, ne, man... Ich denke mal, ihr könnt verstehen, dass das schon, ne, ziemlich ähnlich zu Brawl Stars ist. Ja, auch von der Umgebung, diese Wild-West-Umgebung und so. Und das ist jetzt hier irgendwie das erste Level? Also, keine Ahnung. Gucken wir jetzt einfach mal, was wir jetzt hier machen müssen. Was ist jetzt? Ah, und jetzt haben wir hier schon mal direkt so eine Kiste, die wir freischalten können. Aha, okay. Jetzt müssen wir ins Hauptmenü zurück. Oh, und wir bekommen sogar eine Katzenbelohnung. Das ist jetzt hier das Hauptmenü. Ihr seht ja auch, es gibt ja auch so einen, wie heißt der Pass hier, einen Bonuspass. Und wir können jetzt ja auch so Kisten aufmachen. Wie viel kosten die Diamanten? Ah, okay, also sogar 10 Euro circa kostet dieser Bonuspass. Ich verstehe. Muss ich auch mal meine Katze einmal kurz aufleveln. Also ich weiß auch, damals war es wirklich 1:1 wie Brawl Stars, so dass man Juwelenjagd und so weiter alles easy nachmachen konnte. Aber anscheinend haben die das verändert. Ist aber auch echt lange her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, das Spiel. Aber dieses Spielprinzip gibt es auch aus so einem anderen Spiel. Ich weiß auch gerade nicht ganz genau, wie das heißt. Das habe ich mal auf meinem zweiten Kanal auf Kevin Spielt getestet. Übrigens, Kevin Spielt Kanal, schaut gerne mal vorbei. Lasst ein kostenloses Abo da. So, jetzt können wir tatsächlich einfach so weitermachen. Wir sind jetzt hier bei Level 2. Also ihr merkt auch hier, ja, Ulti-ähnliches Spielprinzip, auch in der Lobby wieder sowas ähnliches. Aber das Spielprinzip an sich ist hier auf jeden Fall anders. Das finde ich ganz gut. Deswegen gebe ich auch eine 2-. Okay, und wir sind bei Spiel Nummer 5. Auch hier müssen wir einmal ganz kurz unseren Namen festlegen. Und zwar heißt dieses Spiel Bombergrounds. Und jetzt haltet euch mal fest. Und hier wird von fast allen gesagt, dass das quasi Brawl Stars 2.0 ist, weil es 1:1 nachgemacht worden ist. Nur, dass man hier irgendwie mit so, keine Ahnung, mit so komischen Teilen rumläuft. So, hier geht's los. Lol, was ist das denn? Hä? Man muss jetzt hier so in der Mitte landen. Das ist ja wie in Fortnite, Digga. Was ist das denn? Lol, und jetzt geht's hier los. Also das ist jetzt hier anscheinend Solo-Showdown. Digga, bin ich... Ich bin, glaube ich, Karl. Bin ich Karl? Lol? Hä? Ich verstehe gar nicht, was ich machen muss. Gar nicht. Ich verstehe gar nicht, was ich machen muss. Wirklich. Bin absolut verwirrt. Lol, ich bin fast gestorben. Bin tot! Nein, ich wurde voll weggepfeffert. Ich bin 10. sogar geworden. Ich habe gar keine Erklärung bekommen. Aber ihr seht auch hier nochmal im Vergleich natürlich Brawl Stars. Digga, es ist ja 1:1. Lol, es ist 1:1 wie Brawl Stars. Was? Was? Die Kisten sehen auch 1:1 auch wie Brawl Stars. Was ist das denn? Lol, auch der Shop. Es gibt auch eine Megabox. Und es gibt ja auch so einen Creator-Code. Freundeliste. Okay, hier gibt es so eine Einlog-Belohnung. Und hier sind die Tiere. Und hier sind so Skins. Ah, okay, man kann hier anscheinend so seinem Tierchen so andere Sachen anziehen. Und hier sind so diese Tiere. Kann man die auch austesten? Dieses Tier kann man nicht ausprobieren. Kann man ihn hier ausprobieren? Auch nicht. Das ist wirklich 1:1 Brawl Stars nachgemacht. Brawl Stars 2.0. Mehr kann ich hierzu nicht sagen, Freunde. Ich gebe diesem Spiel, ja, es ist halt 1:1 Brawl Stars, ist auch in der Lobby nachgemacht. Warte mal, hier gibt es auch so verschiedene Modi, ja, auch das hier ist 1:1 nachgemacht. Ich gebe eine 4.